Die gehörte Wahrheit on Tour. Teste dein Musikwissen im Ego FM Auto und gewinne so wenig wie noch nie. So, ich habe ein neues Opfer gefunden für unsere gehörte Wahrheit, diesmal on the road. Wer bist du denn überhaupt? Arne heiße ich. Arne. Hier rein, Arne heiße ich. Ja, genau. Aha. Arne, wobei haben wir dich denn jetzt gerade gestört? Ich hatte nicht so viel zu tun, also deswegen saß ich da und habe eigentlich nur kurz Mails gecheckt und so. Und dich vor dem Wind gerettet. Es ist heute ein sehr, sehr windiger Tag. Deswegen ist es im Auto auch viel kuscheliger und gemütlicher. Es geht um unglaubliche 42 Euro. Was würdest du mit deinem neuen Reichtum denn so anstellen? Eine Zugfahrt. Das würde auf jeden Fall mit 42 Euro ziemlich gut funktionieren. Ich habe es dir ja schon erklärt, wir hören gemeinsam einen Song. Davor wird dir eine Frage gestellt, hochprofessionell vorgetragen von unserer Oberfragenstellerin Laura, die das jetzt auch sofort übernehmen wird. Deine Frage kommt. Wenn man mal zusammenzählt, wie oft dieser Titel bereits hier im EGOFM-Programm zu hören war, ja, dann könnte man sagen, dass es einer aus der Riege der meistgespielten Songs überhaupt ist. Kein Wunder, es ist auch ein richtiger Ohrwurm. Buck 65 mit She Kissed the Boy liegt aber wohl auch daran, dass hier ein ganz bekanntes Sample verwendet wurde. Unsere Frage dazu lautet: Ist es A, ein Sample vom französischen Komponisten Jan Tiersen aus dem Film Die fabelhafte Welt der Amelie? Oder ist es B, die Mondscheinsonate von Beethoven? Bisher ist auch noch niemand auf die Idee gekommen, Shazam anzumachen. Also, glaubst du, wir haben gerade ein Stück aus der fabelhaften Welt der Amelie, also Jan Tiersen, gehört oder die Mondscheinsonate? Ja, sehr schönes Lied, das ist von Jan Tiersen. Bist du dir sicher? Ja, sehr sicher. Okay, dann, liebste Laura, was ist die richtige Antwort? Es ist ein romantisches, witziges, trickreiches, melancholisches und auch hintersinniges Kinomärchen. Die fabelhafte Welt der Amelie sollte jeder einmal gesehen haben. Der Film, der Audrey Tautou zum Weltstar machte und in Deutschland über 3,2 Millionen Kinozuschauer verzauberte. Den Soundtrack dazu lieferte der französische Komponist Jan Tiersen. Genau an dem bediente sich auch der englische Hip-Hop-Künstler Buck 65. Er samplete Teile der Melodie in seinem Song She Kissed the Boy. Richtig ist hier also Antwort A. 42 Euro, endlich mit dem Zug durch die Welt reisen. Bitte schön. Ja, 8 Euro gibt's. Ja, bitte. Die gehörte Wahrheit on Tour.